Ihr wisst ja, auf meinem Kanal schauen wir uns nur spannende und aussichtsreiche Dividendenaktien an. Aber heute habe ich mal das Gegenteil dabei, und zwar das zweite Unternehmen. Wenn wir uns die Geschäftszahlen dann anschauen, dann wirst du auch feststellen, es ist wie ein Unfall. Man muss immer wieder hinschauen, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, wie katastrophal diese Geschäftszahlen tatsächlich am Ende des Tages sind. Und dafür ist die Aktie immer noch viel, 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 viel zu hoch bewertet. Und ja, deswegen starten wir erstmal mit dem konservativen Titel rein, und zwar Verizon. Verizon hat die letzten Jahre die Dividende immer richtig schön angehoben, wie es du hier gleich sehen kannst. Man hat aktuell eine Dividendenrendite von sage und schreibe 7,2%. Die Payout Ratio liegt aktuell bei etwas über 50%. Man hat die letzten 18 Jahren die Dividende erhöht. Das Wachstum in den letzten 5 Jahren zum Beispiel durchschnittlich bei 2%. Also man hat hier nicht mehr viel Spielraum nach oben, aber schauen wir uns doch das ganze Unternehmen etwas genauer an. Und zwar hat man hier aktuell insgesamt 117.000 Mitarbeiter. Man verdient das Geld komplett in Amerika. Man hat hier quasi auch keinen positiven oder negativen Effekt, wenn es um den Umwechslungskurs geht, da man ja, wie gesagt, das ganze Geld in Amerika verdient. Mit Privatpersonen wie du und ich verdienen sie über 75% vom Gesamtumsatz, und im Bereich B2B, sprich Business to Business, verdienen sie über 22% vom Gesamtumsatz. Ja, wie schaut denn der Gesamtumsatz aktuell aus? Und ihr seht das, aktuell stagniert er, beziehungsweise ist er eher etwas fallend im Jahr 2023. Man wird demnach nur in Anführungsstrichen 135 Milliarden US-Dollar in Umsatz generieren. Aber man muss sich hier auch einfach mal die Nettomarge anschauen. Und ihr seht das in Rot schön unterstrichen. Im Jahr 2021 lag die Nettomarge noch bei 16,5%, liegt sie dieses Jahr nur noch bei 14,3%, und man kann sie eventuell, wohlgemerkt nur eventuell, in den nächsten Jahren wieder ein bisschen steigern. Unterm Strich bleibt ein Nettoergebnis von 19,4 Milliarden US-Dollar übrig. Das ist auf jeden Fall jetzt schon mal gar nicht so verkehrt. Ja, die Dividendenrendite, ihr habt es am Anfang schon gehört, die ist aktuell extremst hoch. Das KGV liegt bei nur 7,8. Vom KBV her liegen wir aktuell bei 1,5. Und ja, Aktien werden hier ein paar mehr ausgeschüttet wie zurückgekauft. So grundsätzlich ist es ja ein interessantes Unternehmen, natürlich total oldschool. Einige von euch werden das natürlich nicht mögen, verstehe absolut, weil man hier auch Risiko hat. Risiko einerseits in der Nettoverschuldung, die ist extremst hoch. Soweit ich weiß, steht aktuell keine Refinanzierungen an. Das ist auf jeden Fall positiv zum Wirken. Aber ihr seht es auch, man kriegt diese Nettoverschuldung nicht wirklich richtig gedrückt. Und das ist was, das gefällt mir halt persönlich überhaupt nicht. Gleichzeitig die Free Cashflow, ja, auch nichtssagend irgendwie. Und deswegen ist auch der Aktienchart meines Erachtens absolut nichtssagend. Die letzten 10 Jahre, mehr oder weniger eine Seitwärtsphase, kann man sagen, die letzten 8 Jahre, bis auf die letzten 365 Tage, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Seit 2021 geht es ja eigentlich peu à peu runter. Man kann sagen, die letzten 2 Jahre ging es dann wirklich von 62 US-Dollar auf 36 US-Dollar runter. Und ich sage sogar bewusst, dass das gerechtfertigt ist. Ihr seht es, das Unternehmen kann kaum noch Umsatzsteigerungen schaffen. Die Nettomarge geht zurück, die extremst hohe Verschuldung ist da. Und dann ist noch die Frage am Ende des Tages, die ganzen Sachen, was wir als Buchwert hinterlegt haben, haben die wirklich den hohen Wert, was man dem zuschreibt, oder kommen hier eventuell Abschreibungen noch hinzu? Das muss man auch beachten. Und wir sind hier volle Kanne in einem Abwärtstrend drinnen, und man scheint hier so einen 36er oder beim Kurs von 36 US-Dollar schöne Unterstützung zu haben. Aber die Frage ist natürlich am Ende des Tages, wird diese Unterstützung halten? Was sagst du dazu? Schreib mal gerne gleich deine Meinung unten in die Kommentare rein. Bevor wir uns den Verkehrsunfall, hätte ich jetzt gesagt, anschauen, den Unfall natürlich anschauen, da ist der kurze Hinweis. Wenn du immer noch Ordergebühren zahlst, dann schau dir unbedingt mal den Zero Broker an. Mit dem Broker umgehe ich zum Beispiel das ganze Thema Ordergebühren. Habe seit 2019 den Broker und habe dort nie Ordergebühren bezahlt. Das Coole daran ist, du zahlst einerseits keine Ordergebühren, andererseits gibt es aktuell ein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel hat einen Wert von 30.000 Euro und du bekommst als Neukunde noch einen Bonus bis zu 150 Euro. Es lohnt sich halt gleich dreimal für dich, da unten reinzuschauen. Gerne mit dem Link auf jeden Fall dein neues Konto eröffnen und ja, einfach viel Spaß damit. Und jetzt schauen wir uns einfach den Unfall mal etwas genauer an. Vor allem Seagate. Seagate, ihr seht das, die Dividendensteigerung, ja,
brauchen wir jetzt eigentlich nicht recht viel sagen, da ist nicht viel Kontinuität da. Die aktuelle Dividendenrendite mit 4,5% ist natürlich erstmal verlockend. Die letzten 4 Jahre hat man die Dividende erhöhen können, Kontinuität seit 13 Jahren und das Wachstum der letzten 5 Jahre durchschnittlich 2%, also auch jetzt nicht wirklich interessant von dem ganzen Thema her. Man hat hier aktuell insgesamt 40.000 Mitarbeiter. Was Seagate macht, die sind halt eben in so Speicherplätze, Speicherkarten, SSD-Karten, HDD-Karten. Wir haben auch so eine letztens noch in Thailand gekauft für 80 Euro, weil mein Laptop ja hops gegangen ist und bevor ich das Zeug in die Cloud schiebe, bin ich halt relativ oldschool unterwegs und habe das schnell dort gespeichert. Und der Großteil vom Umsatz macht man halt zum Beispiel in Singapur mit 45% vom Gesamtumsatz. Und man muss halt auch sagen, jetzt bin ich ja wirklich oldschool unterwegs, gell? Aber die meisten tun das ja irgendwo, die Sachen in der Cloud einspeichern oder sonst irgendwas und deswegen hat das Unternehmen brutale Probleme. Schaut euch mal diesen Umsatzrückgang an von über 11,6 Milliarden US-Dollar auf 7,5 Milliarden und ja, das Geschäftsjahr ist bald vorbei zum Glück, weil Nettomarge minus 7,7%, Nettoergebnis minus 585 Millionen US-Dollar, Nettoergebnis je Aktie minus 2,78 US-Dollar. Man kann sagen, Katastrophe. Also ohne Witz, gell? Ich möchte die Aktie aktuell nicht im Depot drinnen haben, auch obwohl das natürlich positiv zum Werten ist. Man kauft aggressiv Aktien zurück. Aber schaut euch mal diese Verschuldung an, auch diese Leverage-Schulden zu EBITDA 5er. Alter Schwede, gell? Free Cashflow ist auch gefühlt fast nicht vorhanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert es ohne Witz, dass dieses Unternehmen vom Aktienchart nicht mehr verprügelt worden ist. Man ist natürlich von 115 US-Dollar auf 50 US-Dollar runtergekommen. Aktuell steht man bei etwas über 60 US-Dollar. Man hat nur in Anführungsstrichen 50% vom Aktienkurs verloren. Meines Erachtens müsste man sich hier nicht wundern, wenn man sogar Richtung 40 oder womöglich Richtung 35 US-Dollar runterfliegt. Und deswegen lasse ich die Finger komplett von diesem Unternehmen. Außer man fliegt wirklich bis auf 35 US-Dollar runter. Da würde man dann das Unternehmen noch mal etwas genauer anschauen, würde natürlich auch die Geschäftszahlen noch mal vergleichen. Aber so muss ich sagen, bei dieser aktuellen Bewertung, selbst ins Jahr 2025 dann rein, muss ich sagen, juckt mich diese Aktie überhaupt nicht. Damit kann ich einfach mal sagen, verbrennt man hauptsächlich nur Geld und natürlich auch seine Zeit.